Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich die einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Dieses Intro sage ich so oft, deshalb, falls ihr euch das mal lang anschauen wollt, könnt ihr gerne alle anderen Videos gucken. Wir haben bis jetzt Markus 13, 1 bis Vers 27 gelesen und wir lesen jetzt weiter mit Vers 28. Falls ihr bis jetzt irgendwas verpasst habt, Playlist unten in der Beschreibung auf meinem Channel. Macht alles mit, fangt bei Null an und schreibt mir, ob ihr sonst noch Fragen habt. Aber ja, starten wir. Ab Vers 28 und da heißt es, lernt nun etwas vom Feigenbaum. Erinnert euch am Feigenbaum? Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht. Auch ohne, dass man es euch sagt. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Ereignisse geschehen, dann könnt ihr sicher sein, dass seine Wiederkunft vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor all das eingetreten ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben. Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst. Nur der Vater weiß es. Und weil ihr nicht wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollten und wies den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt auch ihr wachsam sein, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass er euch nicht schlafen findet, wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid bis zu seiner Rückkehr wachsam. Yes. Kleine Zusammenfassung, wie sonst auch immer. Jesus beendet jetzt seine Ansprache. Er hat nämlich gesagt, was alles passieren wird, bis er wiederkommt. Und hier sagt er, es ist wie bei dem Feigenbaum. Und wir haben vor ein paar Kapiteln auch über den Feigenbaum geredet und gesagt, hey, der wird keine Frucht bringen, weil wir sehen diese Zeichen. Und hier vergleicht er das wieder. Hey, seh diesen Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, dann wisst ihr was. Ihr wisst, dass der Sommer kommt oder dass der Sommer da ist. Das heißt, es gibt Anzeichen, die passieren werden, damit ihr wisst, wann das Ende der Welt kommt. Und das haben wir in den letzten zwei Videos besprochen, in den ersten 27 Kapiteln, in den ersten 27 Versen von Kapitel 13. Und da sehen wir, diese Anzeichen, wie bei dem Feigenbaum, sind Leute, die sagen, die sind der Christus. Kriege oder Kriegsgerüchte, Erdbeben, Hungersnöte, Familien zerstreiten sich und sind schuld, wenn der andere getötet wird und so weiter und so fort. Das sind Anzeichen, woran wir erkennen können, dass Jesus bald wiederkommt. Was sehen wir draußen in der Welt? Genau das sind diese Sachen, die schon passieren. Wir sehen Leute, die kommen und sagen, hey, ich bin der neue, wiedergeborene Jesus, wie auch immer. Zum Beispiel diese Sekten, von denen ich auch schon ein Video gemacht habe. Das ist ein Anzeichen. Kriege gibt es immer. Und Anzeichen von Kriege, die es auch gibt, immer wieder neu. Oh, die und diese Megamacht, die kämpfen gegeneinander vielleicht. Und da auf kurz, oh, und halt in den Nachrichten siehst du, oh nein, wenn das passiert, dann fangen sie an zu kämpfen und so weiter und so fort. Das alles, Hungersnöte, immer noch gibt es Erdbeben. Und das alles sehen wir doch. Und eine Sache, die wir auch immer mehr sehen, ist, dass wir immer mehr
uns verteidigen müssen für das, was wir glauben. Und das ist wieder eine Sache, die ich sehe, die langsam mehr und mehr kommt, so dass wir wirklich irgendwann verfolgt werden hier in Deutschland. Also andere Christen in anderen Ländern werden schon verfolgt. Wir werden noch nicht wirklich verfolgt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Zukunft so sein wird, wenn wir unseren Glauben teilen wollen. Aber wir müssen keine Angst haben, wir müssen uns keine Sorgen machen, vergewissert Jesus uns hier, sondern der Herr wird durch uns sprechen, das alles muss passieren und wir sollen einfach nur aushalten, durchhalten, bis zum Ende. Und dann werden wir gerettet. Und hier vergewissert er auch nochmal in Vers 31, Jesus sagt, in 31, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewiglich bleiben. Und das ist auch wieder eine Ansage an diese ganzen Irrlehrer, die plötzlich mit einer neuen Lehre kommen, die plötzlich mit Sachen kommen, ja, Jesus ist übrigens schon da, das hieß nicht das, das heißt nicht dies, sondern das heißt das, das hat es immer schon geheißen und wie auch immer. Leute, die etwas anderes lehren, als die Urgemeinde schon geglaubt hat, etwas, was komplett falsch ist, da kommen Leute, aber was lesen wir hier? Nichts wird sich an seinen Worten ändern. Und dann geht er weiter in 32 und da heißt es, niemand, kein Engel, ihr eh nicht, aber auch nicht der Sohn selber. Nicht Jesus weiß, wann diese Zeit kommt. Nur der Vater. So, und da ist natürlich immer die Lieblingsfrage der Muslime. Hä? Wenn Jesus doch Gott ist, warum wusste er denn nicht, wann das Tag des jüngsten Gerichtes ist? Also einer der Lieblingsfragen. Was ja ganz klar, wo wir ganz klar sehen, also wo wir dran glauben, ist ja einfach, dass Gott viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen können. Gott ist nicht einfach wie wir ein Mensch. Das heißt, Gott ist nicht einfach nur, Gott möchte gerne, dass schönes Wetter ist, also macht er, dass schönes Wetter ist. Nein, Gott ist so komplex, dass wir daran glauben, dass er aus mehreren Teilen besteht. Warum glauben wir da? Ich habe ein Video darin gemacht, warum ich glaube, dass Jesus Gott ist. Unterschiedliche Bibelstellen, Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort wurde Mensch. Das heißt, wir haben etwas, was bei Gott war und Gott selber ist. Also wie kann das sein? Wie kann etwas getrennt sein von Gott, aber Gott doch selber sein? Und da sehen wir schon, dass Gott viel, viel komplexer ist als nur ein Wesen oder nur eine Person. Und wir sagen immer, ja, Gott ist ein Wesen, drei Personen, wie auch immer das wirklich, wirklich ist. Aber wir erklären uns das ja so ein bisschen mit der Trinität, ob die Trinität jetzt so 100% Gott erklärt, da bin ich mir eigentlich sicher, dass es nicht so ist. Aber wir können Gott ein bisschen mehr begreifen anhand der Trinität. Klar, die Trinität steht nirgendwo, steht in der Bibel, steht Trinität, aber wir nehmen uns das, was wir lesen und versuchen es irgendwie zu erklären und geben es einen Namen, das, was wir versuchen zu erklären. Und wir wissen und wir glauben, dass Gott aus drei Personen besteht. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und jeder hat eine andere Aufgabe und hat auch unterschiedliche getrennte Aufgaben voneinander. Und hier sehen wir einfach nur, Jesus ist Sohn in der Gottheit. Und dann gibt es noch den Vater in der Gottheit und Heiliger Geist in der Gottheit. Und der Vater hat halt einen Plan und der Sohn, er unterwirft sich unter den Vater und sagt ja auch Sachen wie, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also, genau, die haben unterschiedliche Aufgaben und der Sohn unterwirft sich dem Vater. Das heißt nicht, dass er weniger wert ist, sondern es ist genauso wie ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer. So menschlich, beide ist der eine nicht mehr wert und der andere ist weniger wert, sondern sie haben einfach unterschiedliche Aufgaben. Und genauso ist es bei dem Vater und dem Sohn auch. Und genau deshalb kann Jesus hier sagen, hey, der Sohn weiß nicht, was der Vater, was er geplant hat. Aber der Sohn gehorcht allem, was der Vater geplant hat. Ja, ich finde, das ist die einfachste Erklärung. Wenn man natürlich eh nicht an die Bibel glaubt, dann macht es ja, dann kann ich sonst was erklären, egal wie gut es ist. Also das, was die Muslime halt gerne sagen.
ja, macht für mich keinen Sinn. Ja, dann macht es für dich halt keinen Sinn. Interessiert mich nicht. Ich habe dir gesagt, woran wir glauben. Punkt. Und damit habe ich halt sehr viel zu tun auf TikTok und so weiter und so fort. Weil Leute nicht verstehen, dass man einfach auch anders glauben kann. Wie auch immer, weiter geht's mit den letzten Worten, die Jesus hier gesagt hat, dass wir wachsam sein sollen. Wir sollen wachsam sein. Was heißt denn, dass wir wachsam sein sollen? Weil ich meine, manchmal schlafen wir halt. Aber es heißt natürlich, geistlich sollen wir wachsam sein. Wir sollen das alles erwarten. Wir sollen dienen, weiterhin dienen. Wir sollen weiterhin ihnen nachfolgen. Es gibt nicht die Phase, oh, jetzt bin ich mal schwach im Glauben. Also klar, man ist man schwach im Glauben, aber es heißt ja nicht, dass man nicht mehr glaubt oder dass man irgendwie wegläuft oder wie auch immer, sondern wir sollen bereit sein für diesen Tag. Das heißt, ich habe es euch jetzt nochmal gesagt. Jesus hat es den Jüngern gesagt. Die Jünger haben es aufgeschrieben. Ich habe es gelesen. Ich habe es euch nochmal gesagt. Also wisst ihr jetzt, dass diese Sachen passieren werden. Ihr könnt also bereit sein. Ihr seht, könnt nach draußen gucken, ihr könnt Nachrichten gucken, ihr könnt was auch immer. Ihr seht diese Punkte, die Jesus hier gelistet hat. Und ihr wisst, dass es kommt. Also wir machen uns keine Sorgen. Wenn jetzt die Welt untergeht, dann sagen wir, ah, okay, cool, hat Jesus gesagt, komm, wir gehen. Komm, wir gehen jetzt zu Jesus. Wir sind bereit. Wir wissen nicht, wann es ist, aber wir sind bereit. Und das ist auch, und noch zum Schluss eine Sache, die ich da reinwerfe, die der Heilige Geist mir gerade durchgeschickt hat. Und zwar geht es ein bisschen auch darum, in was bist du verliebt? Und nicht in welche Person, sondern bist du verliebt in diese Welt? Und wenn du sagst, boah, nein, ich will nicht, dass Jesus jetzt wiederkommt, weil ich möchte ja noch das machen, ich möchte ja noch dies machen, ich möchte ja noch das machen, macht es für mich erstmal keinen Sinn, weil im Himmel wird es alles viel besser sein. Das ist, aber genau, da ist, glaube ich, wachsam auch noch mit gemeint. Ist, bist du bereit zu gehen? Ja, das heißt jetzt nicht, dass wenn irgendjemand kommt, kommen wir schießen uns alle in die Luft, sprengen uns alle in die Luft, dass wir das machen. Natürlich nicht, aber bist du bereit zu gehen? Also wenn Jesus jetzt kommt und wie gesagt, es wird jeder wird es sehen. Es ist nicht so, dass du es verpassen kannst, wie die eine Sekte halt gesagt hat, so ja, die meisten haben es einfach verpasst. Nein, du, jeder Mensch auf diesem Planeten wird es sehen, wird erkennen, oh, das ist Gottes Sohn. Und wir sollen halt wachsam sein und aushalten. Und. Aber, noch hinterher, das machen wir natürlich nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern Gott ist, hält uns an der Hand und führt uns durch alles. Wir müssen einfach nur offen sein für das, was Gott für uns bereithält. Aber ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch was weitergeben. Schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ich etwas rausgelassen habt oder falls ihr noch weitere Fragen habt. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar.